Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von unserem Survival-Build. Ich habe jetzt mal offscreen schon mal ein bisschen mehr die Mühe gemacht und habe mal ein bisschen Wege gezimmert im Dorf. Denn wir werden heute anfangen, ein wenig im Dorf zu bauen, habe ich mir überlegt. Also doch kein Wald, sondern erstmal Dorf. Ich will ein paar Gebäude bauen. Wird, glaube ich, auch langsam mal wieder Zeit, ne? Und zwar habe ich ein bisschen was überlegt, was wir machen können. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Häusern hier an, die näher an der Klippe sind. Und bauen praktisch hier diese paar Häuser. Also es wären erstmal... Ich kann das auch hier drüber zeigen. Moment, ich zeige das hier drüber. Moment. So, ich habe ja ein bisschen ausgeplant schon mal. So ein paar Gebäude habe ich mir schon mal aufgemalt. Wir werden erstmal auf jeden Fall mit den Gebäuden hier anfangen. Und es wird so sein, das hier wird ein Farmerhaus, also praktisch einfach nur ein Wohnhaus. Das wird ein Wohnhaus, das wird ein Wohnhaus. Wahrscheinlich das hier oben nicht. Aber das wird noch ein Wohnhaus, das wird noch ein Wohnhaus. Und wahrscheinlich kommt hier noch irgendwo ein Wohnhaus hin. Was praktisch noch mit einem kleinen Weg hier irgendwie seitlich irgendwie verbunden wird, was so ein bisschen weiter hinten ist. Weiß nicht, wer da wohnt. Der Außenseiter ist durch. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier wird wahrscheinlich noch ein kleines Hütchen oder irgendwas hinkommen. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall, die vier wären auf jeden Fall Wohnhäuser und das Ding hier. Was das genau wird, weiß ich noch nicht, ob das irgendeine berufmäßig hat. Also es werden wir schauen. Jedenfalls, das ist erstmal der Plan, dass wir jetzt erstmal hier praktisch diese vier Häuser bauen. Die sind, drei sind rechtwinklig, eins ist ein bisschen schräg. Hier, das haben wir dann auch nochmal ein bisschen schräg, damit nicht alles immer so gerade ist, was wir bauen. Und ja, da müssen wir dann mal gucken, wie wir das genau machen. Und wenn wir das praktisch drin haben, passe ich den Weg nochmal ein bisschen mehr an. Wir sorgen nochmal dafür, dass er natürlich ein bisschen sich einpflegt. Aber zuerst einmal geht es hauptsächlich darum, dass wir erstmal überhaupt ein paar Häuser bauen. Hier ist so eine kleine Senke drin. Ich habe mir gesagt, naja gut, kann ja sein, dass einfach praktisch sich von der Landschaft her irgend sowas ergeben hat, dass da halt eine mal hier ein Senke ist. Ja, da hatte ich überlegt, ob ich sie zubaue, habe mich dann aber doch dagegen entschieden. Ich bin mir noch unsicher, ob mir das alles so gefällt. Also ich wollte gerne, dass man hier nochmal irgendwie ein Stück hochgehen muss, aber vielleicht setze ich das hier auch nochmal ein paar Blöcke nach vorne, dass es hier ist. Ich glaube, das würde mir besser gefallen. Also wenn man das dann hier im Endeffekt vielleicht hier so hinbaut. Na, dass man hier hochgeht und die Seite dann noch ein bisschen zubaut. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Das werde ich wahrscheinlich noch schnell machen und dann werden wir mal ins Timelapse hüpfen. Ist das Wort, was ich sagen wollte. Genau, also wir werden dann wahrscheinlich gleich ins Timelapse hüpfen und dann gucken wir mal, dass wir da irgendwas hinbekommen. Sag mal, wer hat denn das da drüben gebaut? Ich will keine Ahnung mehr. Ich glaube so ungefähr. Und dann war das so. Ich habe keine Ahnung. Ich baue das dann einfach nochmal ein bisschen um. Okay, also ich vollende nochmal hier das kleine Stück offscreen und dann gehen wir, legen wir los. Achso, genau. Und was ich noch zeigen wollte. Ich habe nämlich nochmal eine Sache gemacht. Zum einen habe ich den Weg hier hinten ein wenig schmaler gemacht. Also der komplette Weg nach hier hinten ist wesentlich schmaler. Hier ist ein bisschen mehr Dirt jetzt reingekommen. Einfach nur, weil ich mir gesagt habe, es ist schon ganz schön breit gewesen, dieser Weg hier. Drei Blöcke breit für so ein kleines Ding. Ja, es wird hier Holz im Endeffekt vielleicht mal mit dem Karren ein bisschen rumgeliefert, aber nicht so viel. Also dass es jetzt irgendwie sowas Stärkeres rechtfertigen würde, was jetzt hier Boden und so weiter angeht. Deswegen habe ich überall ein bisschen mehr Coarse Dirt nochmal reingepackt, ein bisschen Potsoil und habe auch Brown Concrete Powder genutzt. Ich hatte das ja schon mal erzählt, dass man es wunderschön in Verbindung mit so Coarse Dirt, Dirt und so weiter benutzen kann, um einfach so ein bisschen noch mehr Variationen drin zu haben im Boden. Deswegen, ich habe es auch hier mal ein bisschen nochmal reinplatziert überall, sodass es einfach an ein paar Stellen nochmal mit drin ist, um einfach nochmal den Boden nochmal ein bisschen aufzulockern, nochmal ein bisschen die Textur aufzubrechen, dass es nicht alles die gleichen Blöcke sind. Genau. Das wollte ich nur mal gezeigt haben, dass es praktisch, was sich hier hinten nochmal verändert hat. Bin ich einfach nochmal durchgelaufen und habe das nochmal ein bisschen gemacht, weil es mir aufgefallen ist. Und ich hatte zuerst überlegt, ob ich hier hinten nur Dirt Gravel machen will. Also gar keinen Stein, vielleicht ganz vereinzelt, mal ganz wenig. So praktisch, dass es so ein bisschen mehr wie hier hinten ist. Habe mich dann aber doch dagegen entschieden und gesagt, okay, ich lasse das jetzt so, wie es ist, mit ein bisschen steinern Sachen und Gravel. Es ist eigentlich zu befestigt, aber ich habe mir gesagt, wir lassen die Straße hier, also was heißt Straße, diesen Weg hier, der praktisch auf den Hauptweg führt und den Hauptweg werden wir so lassen. Den Rest
Von wegen her. Also das soll eine Art Hauptstraße werden. Deswegen ist die ein bisschen befestigter oder ein bisschen ausgefahrener. Aber alles, was zum Beispiel hier zur Seite weggeht, das wären dann ein kleines Stück rein sind noch vielleicht befestigt und danach ist es nur noch Dirt, Dreck, irgendwas in der Form. Aber ja, das ist dann etwas für wann anders. Erstmal fangen wir jetzt an mit Gebäuden. Ich mache noch den Lichtschalter fertig und dann fangen wir gleich an mit Gebäuden. Let's go. Ja, ich habe mir diesmal überlegt, diesmal erzähle ich noch mal ein bisschen dazu, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ganz so spannend ist, weil wir schon mal diese Gebäude gebaut haben. Aber ich wollte einfach noch mal ein paar Kleinigkeiten sagen im Endeffekt und einfach noch mal ein bisschen, vor allem das zweite Haus wird dann wesentlich interessanter. Ja, das erste Haus ist im Endeffekt, wie wir es kennen, das ist ein Standardhaus im Endeffekt, einfach ein bisschen hier nochmal ein kleines Vordach, so einen kleinen Spitzgiebel nochmal rausgucken lassen, so ein bisschen, einfach nur um die Etage noch ein bisschen größer zu machen. Ansonsten, wie gesagt, es ist ein ganz normales, stinknormales Haus, es hat praktisch, es ist einfach ein T-Haus, wenn man es richtig nimmt, oder es ist kein richtiges T, es ist eher ein L gewesen, aber ja, ist relativ einfach. Bei der Tür habe ich mir ein bisschen schwer getan, da konnte ich mir nicht richtig entscheiden, wie ich die jetzt machen will. Und nach 1000 Meilen habe ich mich jetzt für das entschieden. Das ist so die Dachdeko. Und jetzt kommt das spannende Haus. Denn das Haus ist schief. Schief bauen ist immer so eine Sache in Minecraft. Es macht die Häuser wesentlich interessanter am Ende. Aber es ist auch deutlich schwieriger. Die erste Seite geht immer toll. Die Gegenseite vom Dach ist immer schwierig. Also das ist jetzt praktisch die eine Seite. Ihr seht, ich mache die hier so ein bisschen schräg. Sieht halbwegs gut aus und jetzt kommt die Gegenseite. Bei der habe ich mich wirklich schwer getan. Und ja, ich habe die, glaube ich, zweimal abgerissen. Ich weiß es nicht genau. Oder zweimal neu. Ist egal. Ich hab jedenfalls ein bisschen hin und her. Im Timelapse sieht man das sogar gar nicht so sehr. Da ist es schnell gemacht. Ne? Tu mal, im Timelapse sieht super aus. Ja, im Endeffekt, es ist ein schräges Haus. Es ist einfach mal interessanter auch zum Angucken. Die Vorderseite ist eigentlich immer das, was am nervigsten ist, weil man das irgendwie nie richtig hinbekommt. Ja, das ist jetzt praktisch nur ein bisschen Deko. Ansonsten, wie gesagt, was ich euch einfach nur sagen kann, baut schräge Häuser, versucht es, auch wenn es halt nicht immer leicht ist. Versucht es einfach, macht alles tausendmal interessanter. Tausendmal, auch wirklich, ich weiß nicht, wenn ich mir sowas halt angucke, dann, es sticht halt mehr raus als ein normales eckiges Haus. Ja, und dann hüpfen wir mal wieder in Minecraft. Ja, so sieht's erstmal aus, aus Spielerperspektive. Ich wollte einfach nochmal auch ein paar Sachen mal genau zeigen, weil von der Seite hier sieht das Dach immer sehr, ich weiß nicht, ich krieg das nie hin, dieses letzte Stück von der Schräge, ich krieg das nie richtig hin. Naja, gut, ich probiere nochmal, warte mal, ich probiere. Wenn ich jetzt einmal dabei bin, weil es mich gerade nervt, ich probiere es einfach nur einmal ganz kurz aus, wenn ich da jetzt so ein Ding draufsetze. Keine Ahnung, dass er mir gut aussieht oder nicht. Vielleicht sieht es besser aus. Sieht auf jeden Fall von hier besser aus. Von hier sieht es auch besser aus. Ich glaube, wir haben unseren Weg gefunden. Ja, ich lasse das so. Genau, besser. Gut, okay. Das könnte so einfach sein. Ja, das ist das schräge Haus. Es ist halt wirklich mal interessant, so zu bauen. Vor allem, weil man... Wie ich schon gesagt habe, es sieht auf der einen Seite interessanter aus, wenn man sich es anguckt von außen, als jetzt einfach ein gerades Haus. Weil man guckt halt da schon hin. Wenn im Endeffekt so, das Ding ist irgendwie nicht gerade irgendwie... Warte, das Ding ist so und das ist so? ich meine, das geht nochmal zusätzlich um die Ecke. Das hat hinten kein gerades Ende. Aber, ja, das ist so ein... Ich finde das interessant, immer mal so zu bauen. Auch wenn man wirklich sagen muss, ich habe für das Haus, habe ich, glaube ich... Ich glaube, fast doppelt so lange gebraucht wie für das. Allein schon wegen dem Dach. Das Dach hat
zigmal länger gedauert. Und wie gesagt, im Timelapse sieht das alles so schön schnell aus, was ich da für Zeit reingesteckt habe, eigentlich, um dieses Dach zu bauen. Also ich habe das Timelapse gut geschnitten, muss ich sagen. Ja, ist natürlich viel los immer auf so einem Dach. Ich habe mich dann auch entschieden, zuerst hatte ich jetzt hier das oben ein bisschen breiter. Ich habe jetzt gesagt, okay, ich mache es so schmal, wie es nur irgendwie möglich ist, dass ich hier oben nochmal eine Ebene drauf bekomme. Also praktisch hier so mal irgendwas nochmal in die Mitte verteilen kann. Ich weiß gar nicht, warum habe ich eigentlich hier... Achso, genau. Das ist... Ja, gut, alles klar. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich hier Slabs habe, aber hat durchaus Sinn, warum die Slabs da sind. Nun gut, egal. Ich wollte nochmal... Eine Sache ist nämlich... Jetzt habe ich wieder beide Seiten. Habe ich beide Seiten, super. Eine Sache ist nämlich immer so ein bisschen problematisch. Und das bin ich jetzt noch nicht angegangen, bei keinem der beiden Häuser. Und das ist im Endeffekt, wie geht man um... mit den Dächern. Weil die Dächer sind ja immer relativ flach und eintönig. Im Endeffekt hinten bei unserem Jäger ist es ja auch relativ eintönig. Wir haben ja für unseren, jetzt müssen wir ganz kurz rumlaufen, für unseren Holzfäller haben wir ja ein bisschen das Dach allein schon aufgelockert durch den Kamin. Und auf der Vorderseite haben wir ja auch im Endeffekt zwei große Giebel. Ansonsten ist das Dach auch relativ langweilig. Wir können die ganzen Dächer noch aufpäppeln und das werden wir auch machen. Mit kleinen Mini-Giebeln, sag ich mal, wo praktisch einfach kleine Fensterchen sind. Problem ist, dafür brauche ich Inneneinrichtung. Ich bin jetzt noch ein bisschen überlegen, deswegen, das wollte ich euch nämlich auch in der Hinsicht mal fragen, inwiefern wollen wir Inneneinrichtung machen? Soll ich die Inneneinrichtung fertig machen, dann zeigen? Soll ich die selber bauen? Timelapse ist schwierig, weil in Häusern, ich meine, ich kann ja mal reingehen, es ist ja nicht viel Platz hier drin. Also, echt nicht viel Platz. und da ein Timelapse drin zu machen, ist schwierig. Hilfe! Oh, Hilfe! Ein Timelapse hier drin zu machen, ist echt schwierig. Deswegen ist die Frage, wie wir es machen wollen. Ob wir sagen, wir bauen es, also ich baue es fertig und zeige es dann, ob wir mal ein, zwei Häuser die Innengestaltung selber machen, also praktisch zusammen machen und dann mache ich den Rest so. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das am Ende machen wollen. Ja, das ist jedenfalls noch eine Frage, die ich an euch hätte. Was würdet ihr gerne sehen? In eine Richtung komplett sehen, in eine Richtung von einem Haus sehen, dann mache ich den Rest und zeige es einfach nur, was ich gemacht habe. Das ist mir relativ egal. Ich bin einfach nur froh, dass wir jetzt hier schon mal die zwei Häuser haben. Das ist schon mal mehr, als wir am Anfang der Folge hatten. Wir haben unsere Häuserzahl verdoppelt erfolgreich schon. Und dann haben wir auch noch ein schräges Haus. Was ich auf jeden Fall machen werde, und zwar ist das dieses Haus. Dieses Haus hier sollte ja eigentlich ursprünglich hier sein, so wie es jetzt hier praktisch ich angezeichnet gedacht habe. Egal. Da aber durch dieses Dach, ich hatte das Haus eigentlich einen Block kleiner geplant, also praktisch es war noch ein Block weiter drinne alles, ist dann aber durch das Dach, durch die Mindestbreite vom Dach, die ich am Ende brauchte, musste ich alles nochmal um einen Block nach außen setzen, weswegen hier dieser Raum, Zwischenraum so klein geworden ist, dass ich jetzt nicht mehr mache, was ich will. Das heißt im Endeffekt, dieses Haus muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das bauen will. Wahrscheinlich setze ich es einfach nur ein Stück nach hinten. Sodass wir vielleicht sagen, wir machen hier diesen Eingang. Ich würde es gerne... Ja, machen wir es so. Und dann gehen wir zwei und dann gehen wir einfach hier so rüber. Da haben wir hier ein bisschen Platz noch dazwischen. Ich muss ja immer rechnen, das, was ich abstecke, sind immer die Innenmaße von der Mauer. Da kommen praktisch außen hier immer noch diese Holzdinger dann dran. Das heißt praktisch, es wäre dann hier in einer Durchgang. Das ist zu wenig. Eigentlich müsste ich dann mindestens... Eigentlich so mindestens hier hingehen. Naja, das wird nur interessant. Also ich muss hier ein bisschen, Häuser muss ich auf jeden Fall noch umplanen. Also das wird so nichts, was ich da jetzt anfangs überlegt hatte. Ich kann höchstens sagen, Moment, wir machen das so, machen aber mit Außenmauern. Das mache ich dann beim Bauen mit. Dass wir praktisch hier die Sachen als Außenmauern machen, dass wir in der Mitte einen Dreiergang haben. Und dann können wir hier praktisch so einen Eingang machen. Vielleicht gar nicht so doof. Dann machen wir das so. Und das Haus muss ich dann auch nochmal versetzen hier. Oh, so. Ja,
warum zeichne ich das jetzt auf? Zum einen einfach nur, um euch mal ein bisschen... Ich weiß halt nicht, inwiefern manche Sachen interessant sind. Ich will nicht einfach irgendwas hinstellen und dann sagen, ja, das ist da, weil ich hab einen Gedankenprozess, der aber für mich selber auch teilweise nicht ersichtlich ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich selber weiß teilweise nicht, was ich jetzt gerade irgendwie denke oder warum ich irgendwas mache. Aber ich denke mal, wenn ich das so erzähle oder so, ist es vielleicht ein bisschen durchsichtiger. Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht sagt er dann, ah ja, okay, gut, jetzt habe ich vielleicht doch irgendwas verstanden. Keine Ahnung. Geht im Endeffekt einfach nur darum, dass ich jetzt gerne hier ein Haus bauen möchte noch, also planen möchte, aber ich habe keinen Platz mehr. Ich muss jetzt praktisch das Haus hier an die Straße anpassen. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch schief. Bin ich gerade überlegen, machen wir gerade Front und schräges Haus? Machen wir schräges Haus und schräge Front. Also praktisch das hier ist schräg. Schräge Seite, schräge Front. Was ich beispielsweise... Habe ich das irgendwo geplant? Hier. Genau, das Haus ist, wenn man mal diese Seite weglässt, und ich das mal richtig baue, wie es eigentlich aussehen würde. Das sind mal drei, ne? So. Dann ist das hier schräges Haus, gerade Front. Ich glaube, ich mache einfach sowas, genau. Wir machen schräge Front, dann kommen wir hier praktisch schön am Weg ran. Im Notfall setze ich den Weg nochmal ein, zwei Blöcke zur Seite. Und dann machen wir das einfach mal hier. 1, 2, 3, 4. Ich würde gern... Oder wir machen... Ich hätte gern eigentlich ein kleines bisschen Platz zwischen den Häusern. Ich mache das mal nochmal ein kleiner. Die Häuser müssen ja nicht riesig sein. Die werden ja durch die Dächer wirken, die ja eh wesentlich wuchtiger. Und dadurch, dass nochmal... Ups. Dadurch, dass wir hier die Außenstämme haben, kommt ja das ganze Haus nochmal um einen Block zur Breite, obwohl der Innenraum natürlich nicht ganz so groß ist. Jetzt machen wir mal Folgendes. So. Und dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt irgendwie was hinkriegen. Vielleicht fange ich auch einfach ein kleines Stück weiter hinten an, oder... Wenn ich drei machen würde. Dann nehmen wir nochmal einen nach hinten. So, einmal hier. Jetzt habe ich kein Holz. Zack. So, und einmal hier. Wenn ich das Ding 3 mache. Ist die Dachseite schmaler. Müsste ich theoretisch noch hier einen Größen. Ist nicht so toll. Okay. Das ist einer der Gründe, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, Dörfer, Städte oder was weiß ich nicht zu machen. Es gibt einmal die Möglichkeit, zieh einen Weg und pass an diesen Weg die Häuser an. Praktisch, guck dir an, okay, das Haus, der Weg geht so, also mache ich jetzt irgendwie hier parallel, davon mache ich ein Haus. Und dann baut man praktisch vom Weg weg. Ich bin eine Person, ich plotte mir meistens lieber die Häuser vorher vor und dann fange ich damit an. Jetzt kommt mir gerade noch ein Gedanke, was ich vielleicht machen sollte. Wir bauen das Gebäude nochmal ein bisschen um. Wir setzen es doch nochmal nach vorne. So, ich nehme übrigens gerne dieses farbige Concrete Powder. Man kann es schnell abbauen und man kann es in allen möglichen Farben machen. Ansonsten einfach Sand nehmen. Sand, Gravel. Gravel würde ich nur empfehlen, wenn ihr eine Silk Touch Schaufel habt. Andernfalls kriegt das Zeug nicht raus. Jedenfalls nicht immer. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir ziehen das mal schön nach vorne. Sodass wir hier so sind. Dass wir wirklich vielleicht näher an den Weg rankommen, dass wir hier oben so diesen kleinen... ich mach's mal aber nur... Warte mal, wo war's vorher? Vorher war's hier. Da setzt nochmal einen nach hinten. Okay. So, und dann das auch nochmal einen nach hinten. So, machen wir das so. Ich verfolge sogar mit allem, was ich mache, einen Plan, auch wenn es nicht so aussieht. Der Plan hier ist beispielsweise, ich will gerne hier vorne wie so einen kleinen Platz haben. Dieser kleine Platz ist aber nicht öffentlich zugänglich. Das heißt, wir haben dann hier eine kleine Mauer.
haben dann hier an einer Stelle einen Weg, der so ein bisschen hoch geht. Und hier haben wir dann, also nicht Mauer, vielleicht auch einfach nur einen Zaun oder sowas, praktisch zum Weg, wo man praktisch hier zu dem Haus kommt. Und dann haben wir hier vielleicht in der Mitte nochmal ein kleines Gärtchen oder was weiß ich nicht, so einen kleinen Obst, Gemüse, was weiß ich nicht, einfach irgendwas Kleines, was sie hier noch haben. Dann ist hier praktisch das nächste Haus und die beiden haben praktisch hier so eine kleine Vorerhöhung, die unabhängig ist von dem Weg. Das heißt, nicht jeder latscht direkt an der Haustür vorbei, sondern es ist ein bisschen Platz. Nicht so wie hier. aber sie sind trotzdem halt eigentlich direkt am Weg und es sieht trotzdem dann am Ende relativ eng aus. Vor allem können wir hier dann nochmal ein schönes Bäumchen oder sowas vielleicht noch hinbauen. Wahrscheinlich eher hier hinten, hier so hin. Mal gucken. Darf ich das nicht ganz so weit vorziehen, was ich auch nicht vorhabe. So, wir machen das einfach mal so. 5. Und dann nach hinten. So. Das als Haus sollte doch eigentlich gar nicht so doof sein. Das ist ein relativ kleines Haus im Vergleich zu den anderen beiden. Aber es geht. So, und jetzt ist halt das Problem. Jetzt sind wir natürlich hier wesentlich weiter vorne. Aber das kriegen wir hin. Indem wir einfach sagen, wir machen das zweite Haus hier so lang. Ziehen es einfach ein Stück nach vorne. Machen es direkt an den Weg ran, würde ich sagen. Und dann so. Das heißt, zack, zack. So, und dann geht es einfach nach hier hinten. Irgendeine Länge ist total egal, wie lang, breit oder was weiß ich nicht, diese Häuser sind. Und dann machen wir einfach hier mal. So. Dann im Endeffekt so. Und dann haben wir hier nochmal so ein Ding. Das heißt, die Häuser gehen so ein kleines bisschen ineinander über. Hier hinten haben wir praktisch so ein. Die Dächer gehen dann so ein bisschen sehr zusammen an dieser Stelle. Das wird man dann vorne sehen. Aber wir haben es auch zum einen zu. Das heißt, von hier kann nichts durch. Aber wir haben hier die Möglichkeit, nochmal einen kleinen Weg nach hinten zu machen. Und können hier hinten, was ich am Anfang gesagt habe, vielleicht nochmal ein kleines Hütchen machen. Denn. Ich erzähle jetzt gerade sehr viel, merke ich, aber ist egal. Hier soll noch ein bisschen Klippe so ein bisschen hoch sich ziehen, praktisch das Gebiet noch mal ein bisschen abgrenzen. Hier machen wir es dann noch ein bisschen flacher nach unten. Und hier unten am Fluss brauchen wir beispielsweise noch eine Waschstelle, wo vom Dorf die ganze Wäsche gewaschen werden kann und so weiter. Und dann kommt natürlich noch Feld und so weiter. Das heißt, praktisch hier kommt noch ein Haus wahrscheinlich hin. Ich habe nur keinen, habe ich noch? Ich habe noch blaues Concrete Powder. Wir können noch planen. Und dann kommt hier mal einfach irgendein kleineres Häuschen hin. Gerade, wie wir es am besten machen. Ich würde es auch jetzt nicht zu kompliziert machen. Das heißt, wir machen es einfach vielleicht sogar einfach nur so ein Haus. Vielleicht sogar einfach nur sowas. Oder wir machen das. Wir machen das mal ein Stück weiter nach hinten. Wir machen das mal so. Dann kann ich nämlich hier noch ein bisschen weiter an die Kante ziehen. Das ist dann auch gar nicht so doof. Und dann können wir theoretisch sogar sagen, wir machen das auch schief. So ein kleines Stück schief noch am Ende. So einfach, dass wir jetzt hier. Jetzt muss ich überlegen, warte, wir haben 3. Das heißt, ich brauche theoretisch 4. Also. Wie schräg möchte ich das machen? Also machen wir es so. 1, 2, 3. Zack. So, das heißt, ich muss dann hier so rum. Gut. Das wäre dann praktisch das schiefe Haus. Schiefe Haus des Dorfs. Genau. Und dann natürlich noch die Außendinger. Das heißt, das Ding würde dann. Nee, okay, das ist doof. Sollte noch einen Versatz irgendwie haben. Muss noch einen weiter. Das passt mal ohne weiteres hin. Muss noch einen weiter. Und dann ist nämlich der Stamm hier. Und dann ist hier praktisch ein bisschen Platz. Da dazwischen. Wobei, nee, warte. Nee, warte, das ist schräg. Das ist eine andere Schräge. Da muss der Stamm hin. Ja, da müssen die Stämme hin. Ansonsten ist es zu viel. Genau. Das ist die vordere Ebene. Ah, wie gesagt, schräg bauen ist immer so eine Sache. Ich weiß auch nicht, ich kann nicht unbedingt viele Tipps geben. Ich kann einfach nur hauptsächlich sagen, baut es schräg und guckt es euch an und versucht, dass es irgendwie halbwegs stimmig ist. Was ich selten mache, ist Haufen Fenster reinbauen. Ich habe jetzt bei dem Haus habe ich ein paar Fenster reingemacht, weil es da einfach ist.
Dort haben wir im Endeffekt einfach gerade Wände und da habe ich einfach mal zwei Fenster hier und ein Fenster da oben reingemacht. Im Giebel mache ich meist dann gleich ein Fenster rein. Aber hier in dem Haus habe ich beispielsweise kein einziges Fenster, glaube ich. Doch, da oben. Stimmt, Giebel. Ansonsten haben wir kein einziges Fenster. Die kommen alle dann später und da wird sich vielleicht auch noch Fassade ändern und so weiter. Und natürlich fehlt bei dem ganzen Zeug hier noch Begrünung. Die will ich aber ehrlich gesagt erst machen, wenn wir die ganzen anderen Sachen fertig haben. Das heißt, wenn wir praktisch diese Häuser alle fertig haben soweit, also nicht alle, das Haus noch, das hier und das hier. Das heißt, praktisch die drei Häuser bräuchte ich noch. Und da würde ich sogar sagen, weil ich jetzt das da hinten so habe, ziehen wir das nochmal ein Stück nach hier. Dann fällt nämlich das Haus auch gar nicht so sehr auf, dass es hier eine gerade Stelle hat. Und dann ist das soweit in Ordnung. Haben wir hier einen kleinen Platz, da können wir hier einen Baum machen, einen schönen. Ein bisschen Vordach. Ja, das passt. Genau, wunderbar. Und natürlich müssen noch in die Dächergiebel rein. Das ist wie gesagt was dann von der Innengestaltung noch ein bisschen abhängt, dass ich praktisch ungefähr weiß, okay, hier hätte ich jetzt von der Planung her Platz für ein Fenster. Weil ich bin eher eine Person, die sagt, ich baue lieber innen drinne und passe dann die Fenster an, anstatt dass ich direkt Fenster reinbaue und dann meinen Innenraum nach den Fenstern ausrichte, weil es macht in meinen Augen keinen Sinn. Normalerweise, man baut ein Haus, ja, man plant in gewisser Weise natürlich Fenster, aber wenn man jetzt ein Fenster haben will, kann man sich einfach doof gesagt eins machen. Macht ein kleines Loch in die Wand, macht es ein bisschen größer, muss natürlich schön abstützen und dann kann man ein Fenster reinmachen. Genauso Dächer, die Dächer haben im Endeffekt Holzschindeln hier. Da habe ich auch ein interessantes Video die Tage gesehen. Wie macht man Holzschindeln? War echt interessant. Okay, ich schweife schon wieder vollkommen ab. Wir haben jetzt die zwei Häuser gefahren. Wie habe ich jetzt... Jetzt habe ich wieder 20 Minuten gequatscht. Verdammt. Wie machen wir jetzt weiter? Ich glaube, diese Folge komme ich nicht mehr zu viel. Ich habe jetzt, wie gesagt, sehr viel gequatscht. Die Frage steht immer noch, wie wollen wir da weitermachen? Ich schaue mal, dass wir vielleicht nächste Folge ein bisschen produktiver werden, dass ich vielleicht mal ein bisschen mehr Timelapse mache. Und wir dann mal ein bisschen die Außengestaltung vielleicht ansonsten noch angehen können. Eigentlich wollte ich die nur anfangen, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr. Ich habe so viel gequasselt. Okay, gut. Das ist erstmal so grob jedenfalls die Planung. Wie gesagt, wir machen noch die drei Häuser. Dann fangen wir an mit der Gestaltung von den Gebieten. Dann haben wir nämlich diesen Teil vom Dorf soweit fertig. Und eigentlich bisher sieht es doch gar nicht so doof aus. Natürlich hat man jetzt nicht mehr ganz so tollen Blick auf hier hinten dieses Gebiet, aber das ist immer so. Dafür soll es hoffentlich am Ende wesentlich interessanter aussehen, weil man dann von hier auch gucken kann und dann hat man auch Häuser, Dörfer und was weiß ich nicht. Das heißt, hier mal noch ein Baum, hier noch ein bisschen Busch, Grünzeug, was hochwächst. Alles ein bisschen interessanter, kleine Wege, kleine so Trampelpfade, die irgendwie vielleicht an der Seite vorbeiführen. Was mir aufgefallen ist, was dieses Dorf als Riesenvorteil hat, dieses Dorf hat einen kleinen Wald. Das heißt, dieses Dorf hat immer Beeren, also nicht immer, halt in den entsprechenden Jahreszeiten hat es Beeren direkt aus dem Wald, Pilze direkt aus dem Wald und Fleisch durch den Jäger direkt aus dem Wald. Das heißt, das Dorf ist eigentlich relativ autark sogar, wenn man es richtig nimmt. Das heißt, wir brauchen gar nicht uns so viele Gedanken zu machen über andere Sachen, die vielleicht hier irgendwie angebaut werden oder gehalten werden, anstelle von Feldern. Ich hatte am Anfang überlegt, ob wir vielleicht doch irgendeinen Stall mit Schweinen oder mit Kühen brauchen, aber ich glaube, ich würde das sogar gar nicht hier bauen. Ich würde das wahrscheinlich sogar in ein anderes Dorf schieben. Lass mal dann mal gucken, dass wir irgendwo ein anderes bauen. Ich kann mal kurz noch die Karte aktualisieren und dann beende ich auch die Folge. Ich habe wieder viel zu lange gequasselt heute. Ups. Es tut mir leid, dass ich jetzt so viel geredet habe. Ich hoffe einfach, es war trotzdem halbwegs spannend. Und das ist unser Haus. Dieses schräge Ding. Nun gut. Ich finde es wird. Ist ganz interessant schon mittlerweile. Natürlich, der Weg hier muss noch ein bisschen mehr sich rumpflegen. Der ist im Moment hier hinten so sehr abgehackt, weil ich ein bisschen auf dem Weg dann am Ende drauf gebaut habe. Der Weg muss praktisch hier nochmal ein kleines Kürfchen machen. Ist ja nicht viel. Sind nur zwei, drei Blöcke. Genau. Und danach muss ich hier gucken, dass ich hier das ordentlich hinkriege. Vielleicht versetze ich die Tür sogar nochmal um einen nach links. Bin ich gerade am Überlegen, ob es vielleicht besser wäre, wenn ich diese Tür nicht symmetrisch in die Mitte baue, sondern hierhin baue.
Ich glaube, das werde ich auch machen. Ja. Nun gut, aber das kann ich auch ansonsten noch ausgemachen. Ich sage auf jeden Fall jetzt erstmal schon mal danke fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Falls ihr, gilt ja immer, falls ihr Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder sonst irgendetwas habt, gerne her damit. Und dann werden wir das noch mit umsetzen oder ich werde mal drüber reden, je nachdem, was es ist, wenn es Fragen sind oder so. Und dann bauen wir uns hier unsere Welt zusammen. Langsam wird es ja was. Wir haben nochmal 2 Häuser geschafft. Ist jetzt nicht die Welt, aber das nächste Mal quasselig nicht so viel versprochen. Und ja, genau. Gut. Dann danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Dann machen wir nochmal ein paar Häuser und vielleicht noch ein bisschen Landschaftsgestaltung. Mal gucken. Bis dann. Ciao.